Na gut. Was passiert, wenn ich mich nicht ducke? Ich will wirklich sehen, wie Freddy... Es wäre so schön, wenn es die Animation gäbe. So. Einfach Klatsch. So, komm, zacken, was du drauf hast. Das war nicht sehr viel, wenn ich ehrlich bin. Zuschauer sind enttäuscht von dir. Enttäuscht. Sag mal. Also Berg hochspringen ist auf jeden Fall schwieriger. Ja, ja, Perspektive ist alles. So, okay. Ich bin sicher, ihr seid alle schon sehr unruhig, was es mit dem Anwesen auf sich hat und wie es da jetzt weitergeht. Also ich glaube, das hat schon ein bisschen Game of Thrones Spannung hier gerade. Also man weiß nicht genau, was passieren wird. Und offenbar lebt unsere Tante noch. Wo sind alle unsere Familienmitglieder? Werden wir die Insel retten können? Wie heißt sie nochmal? Ist mir auch kack egal. Ich interessiere mich nicht für die Insel. Ich will nur unsere Tradition des Pferdefleisch-Kebabs weiter fortführen. Wir kommen aus einer sehr, sehr bekannten Kebab-Familie. So. Absteigen. Warte. So, Benzin. Oh. Geh etwas auf Abstand. Ja, nö. Ich muss, ne? Hebab-Time! Oh, doch nicht. Juhu. Oh. Hi nochmal, ich bin Matteo. Ah, deine Tante hatte mir gesagt, dass du kommst. Lass mich dir dein Grundstück zeigen. Geh du schon mal vor, ich treffe dich dann dort. Tschüss. Ja gut, dann... Matteo hat bestimmt diverse Diplome. Ganz kurz, für die Ladies. Und für die Boys. Warte. Oh ne, geht nicht. Oh schade, ich wollte ihn gerade... ein bisschen in die Kamera zeigen. Guck mal, wie die Brust... Oh, jetzt streckt er noch... Oh, Junge, Junge, Junge. Was für ein Flex einfach gerade. Holy shit. Was für ein Brustkasten. Ganz kurz einmal durch den Chat wischen gerade. Ja, da ist gerade ganz viel Sabber auf dem Boden. Und so. Ich steige mal kurz auf. Das hört sich an wie Zurück in die Zukunft immer, ne? So. Dann war. Oh ja. Dieser Mannesmann wird uns bestimmt noch ein paar Mal begegnen. So, ich glaube, wir müssen einfach runter, sammeln hier die ganzen Materialien auf und da ist schon... Die Badewanne steht immer noch da, ne? Was ist denn? Was kann denn hier passiert sein? Hier stand doch mal ein Gebäude, oder? Was kann denn hier passiert sein, dass die Gebäude einfach weg sind? Krieg der Welt? Ja, das muss Tornado gewesen sein. Das muss Endstufe einfach. Ich meine, wie lange dauert das denn, bis ein Haus so abgetragen ist wie hier? Die Tante ist seit 300 Jahren tot. Die spukt hier nur noch. Ziegelklau. Wieder aufbauen. Wir haben alles dafür, aber ich rede erstmal mit eurem Mannestraum hier. Was ist denn hier passiert? Ah, Zeit. Seit Jahren hat sich niemand mehr um dieses Grundstück gekümmert. Traurig, nicht wahr? Heartbroken einfach, aber... Ja, ist wirklich so, als wären Tobi und ich hier gewesen. Hat ihr vielleicht Maximi, Maxima, Maximax gewohnt, eventuell? Wo ist denn meine Tante? Ah, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Die ist mir einfach egal. Am besten rufst du sie an, wenn du Zeit findest. In der Nähe meiner Hütte ist eine Telefonzelle. Ist doch egal, wo ich wohne. Find das gefälligst selbst. Okay, klar, mach ich. Aber wo kann ich denn schlafen? Oh, du hast Glück. Den Umständen entsprechend, ich habe gerade zufällig ein Zelt. Ein enormes Zelt. Da könntest du vielleicht... Das ist natürlich... Gut. Ich fühle mich ja schon zu Hause auf der Insel. Bisschen übergriffig, ja? So, bauen.
Bauübersicht öffnen, Gebäude auswählen, wäre eine wenn verfügbar. Die Welt hält mehr als genug Rohstoff und Baupläne für dich bereit, um dein Anwesen wieder aufzubauen. Interagiere mit der Fahne vor dem jeweiligen Grundstück, um das Baumenü zu öffnen, wo alle der bekannten Bauwerke der jeweiligen Größe aufgelistet sind. Dann rufst du ein paar Handwerker an und 7 Wochen später finden sie vielleicht einen Termin zur Begehung, um dann weitere 7 Monate später vielleicht schon mal den Grundriss zu bauen. Was? So. Willst du es aufstellen? Ehrlich gesagt, ich muss gehen. Okay. Ich hätte zuhören sollen. Wie kann ich jetzt hier bauen? Hier gibt's die Dinger, ne? Bauübersicht öffnen, genau. Ich öffne mal die Bauübersicht. Zeltlager. Klassisch. Beim Zelten und Leben in der Wildnis ist es wichtig, ein robustes Zelt und ein Lagerfeuer parat zu haben, wo man sich ausruhen kann. Dieses klassische Zeltlager ist ein guter Anfang. Noch ein anderes Zeltlager. Aha. Dafür brauchen wir 20 was. Diese Variante ist für den eifrigen Überlebenskünstler. Dafür brauchen wir 20 Hartholz? Oder was? Können wir nichts anderes bauen? Medium Building? Ich muss, ne? Hat er gerade wirklich gemacht, ne? Gut gemacht. Ah, ich mochte dieses Zelt schon immer. Bla, 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 bla. Genießt die Auszeit. Wir sehen uns. Okay, cool. Das ist... Hier wohne ich jetzt also. Wow. Briefkasten öffnen. Hauptsache Briefkasten. Ja, der Briefkasten ist luxuriöser als das Zelt. So, Familie Felix, neue Pferde. Guten Tag, Fuckboy Freddy. Wir wollten dich nur informieren, dass wir unser Angebot an Zuchtpferden erneuert haben. Komm gerne vorbei, wenn du sehen willst, ob eines davon als Partner für dein Pferd in Frage käme. Passt thematisch erstaunlich gut zusammen. Mit freundlichen Grüßen, die Familie Felix. So, Harold Dubois. Oh, ein neuer Partner für dein Pferd. Guten Tag, Fuckboy Freddy. Ich will dich nicht nerven mit so vielen Briefen, aber ich denke, es ist wichtig, dich zu informieren, dass in meinem Zuchtstall ein neuer Partner für deine Pferde zur Verfügung steht. Vielleicht willst du ja vorbeikommen und vielleicht einmal persönlich direkt nachsehen, ob er vielleicht zu einem deiner Pferde passt. Aus den Wäldern Harold Dubois. Ich empfehle dich. Okay, und Bellamy, warum heißen die alle so? Bellamy Lefebvre. Ist das ein französisches Spiel? Ich weiß nicht. Okay. Lieber Fuckboy Freddy, ich bin heute aufgewacht und habe mir gedacht, dass ich mehr Vielfalt in meinem Zuchtstall bieten sollte. Also habe ich mal ein anderes Pferd hineingetan. Komm doch mal vorbei und sieh dir an. Vielleicht ist es ja der perfekte Partner für eins deiner Tiere. Jetzt gehe ich langsam so ein bisschen darüber. Melix, dankeschön. Guten Tag, Bellamy. Jeremy. Genieße die Auszeit. Wir sehen uns. Achso, haben wir schon, ne? Ja, okay. Wir genießen die Auszeit. Ich weiß nicht genau welche, aber... Was war denn hier nochmal? Wieder aufbauen. Ich weiß nicht mal was. Schwen TV, dankeschön. Vielen Dank. Was haben wir denn jetzt wieder aufgebaut? Nein, es ist kein Klatschmohn. Es ist kein Klatschmohn, aber ich glaube schon, dass wir was anbauen. Ich glaube auch Opium. Ich glaube, wir bauen Opium an. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir fordern Gefallen ein. Wir bauen Opium. Was ist denn? Was ist denn hier so? So. Wieder aufbauen. Jetzt bin ich gespannt. Ich meine, okay. Warum nicht? Irgendwie müssen wir ja Geld machen, ne?
Irgendwie müssen wir ja ein bisschen Geld. Ich guck mal ganz kurz so. Hier oben hängen unsere Klamotten. Ich glaube, das ist alles an Klamotten, was wir haben. Und wir haben offenbar nur einen Slip und den tragen wir gerade. Schlüpper. Ich weiß nicht genau. So, sonst ist hier nichts, ne? Hauptsache, wir haben schöne Felder gebaut. Oh, und ein stinkiges Feld mit einem Mang. Okay, ich guck mal kurz ausruhen. Es war sehr anstrengend, ich muss mal ganz kurz ausruhen. Errungenschaft Neuling. Aktualisiert, ruft deine Tante an. Etwas Zeit ist vergangen. Okay. Ja, gut, hier hat sich nicht viel geändert. Der Typ ist wenigstens weg. Na, wenigstens etwas. Können wir das... Sag mal, respawnt hier alles? Bauübersicht öffnen. Zeig mal. Wir können jetzt nur upgraden gerade, ne? Also wir können keine neuen Features, kosten 30. Wir können sonst keine neuen Features machen hier, ne? Ne. Was passiert denn auf Abreisen? Wo ist denn die Abreisen? Ausruhen? Wo siehst du denn Abreisen? Ach so, da steht Abreißen. Wenn ich abreiße, ist das Zelt weg. Nicht abreisen. Abreißen. Oh Gott, was ist denn da unten? Oh, was? Na, Hauptsache, ich habe die Blumen gemacht. Finde heraus, wo Matteo lebt. Ja, das ist aber so dumm. Warum sagt er uns das nicht einfach? Ich muss das ganze Anwesen hier wieder... Was? Bauübersicht öffnen. Ich kenne kein Gebäude, das hier hinpasst. Ach Gott, der ist ja auch noch da. Ah, na gut. So, was gibt's denn? Was hältst du eigentlich von meiner Tante? Ja? Wer? Ja, ernsthaft, ich kenne sie nicht gut. Sie ist nicht oft hier. Aha, und weißt du vielleicht, wo Matteo lebt? Mhm. Ja, den Hügel hoch. Du wirst erst den Bach überqueren müssen. Viel Spaß auf deinem Ausritt. Ciao. Okay, Bach überqueren müssen heißt, wir müssen wieder eine Brücke bauen? Weil hier alles kaputt ist? Weil nichts hier überlebt hat und kein Schwanz sich hier mal gekümmert hat, irgendwas vernünftig aufzubauen? Hier ist alles in Ruinen? Was ist denn hier passiert? Hier ist so ein fettes Schloss drin, was 800 von 6000, was auch immer wir sammeln, ich habe keine Ahnung. Was ist denn hier passiert? Die ganze Insel ist doch eine Ruine. Ja. 11 Ohrständen aus Ruinen. Entschuldigung. Okay, wir müssen also... Warte mal, wir können Äpfel sammeln, ne? Glaube ich. Ich probiere mal. Okay, dann... So, Äpfel. Ah, okay, okay. Mit den Äpfeln, nehme ich an, können wir Pferde füttern. Ich hoffe, die vergammeln nicht. Und ich weiß noch nicht genau... Ich weiß noch nicht genau, wie es hier weitergehen wird. Wir könnten zu Matteo reiten. Geh mal auf die Karte. Was? 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 Wie weit? Und wieso sieht man hier durch? Aber wie, was? Und das Spiel ist nur 1 GB groß. Das heißt, die Map ist bestimmt gefüllt. Kann jetzt gebaut werden. Fass Holz. Ja, Progress. Ich will... Ich... Es wird euch überraschen. Ja? Es wird euch ein bisschen überraschen. Aber ich glaube, ich werde es nicht durchspielen. Ja, also ich weiß natürlich, sind alle von der Qualität gerade begeistert hin und her gerissen. Die Story lässt uns alle gerade am Rand des Sofas zusammenkauern, ja. Wir sind alle am Nägelkauen gerade, weil es so spannend ist auch, wo Matteo jetzt eigentlich wohnt.
Aber ich finde, so ein gutes Qualitätsspiel, das muss gewürdigt werden, indem ihr das vielleicht auch selber zu Hause spielt, ja? Wenn ich euch alle Spiele vorwegnehme, was wäre ich dann für ein Mensch? Das wäre ja furchtbar. Ich muss einen Hügel hoch, ne? Was wäre ich dann für ein Mensch? Das kann ich euch nicht antun. Ich weiß, ihr möchtet selber Spaß haben hier bei dieser frechen Mischung aus WoW und Skyrim. Hier wohnt der. Ich weiß immer noch nicht, wie ich abbremse. So. Ja. Guck mal, dieser Turm hier ist auch aus Mist Survival. Hier ist alles drin. Das Spiel bietet alles einfach. Oh. Was ist denn das? Ja, da haben wir's. Habt eine Superkraft. Da unten ist noch ein toter Panda. Totes Panda-Baby. So. Und dann... Ich weiß, was ihr gerade gesammelt habt. Ich habe keine Ahnung. Könnte wirklich ein Dragon Ball sein. Vielleicht kommt dann ja wirklich ein Drache. Und erfüllt uns unsere Wünsche. Das ist so schön hier alles. Mm. Können wir das hier aufbauen? Ich dachte, Matteo wohnt den Hügel hoch. Aber hier gibt es halt ein paar Hügel. Und ich weiß nicht genau, auf welchem. Hier ist abgeschlossen, hier können wir eh nichts machen. So, aufsteigen. Prima. Dann einmal so. Mhm, 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 mhm. So, ist das hier den Hügel hoch? Oder welchen Hügel? Ist das vielleicht einen anderen Hügel hoch? Oh Gott. So, warte. Ah, Sekunde. Gibt's hier noch andere Hügel? Weil er stand ja in diese Richtung, ne? Aber da ist kein Hügel, glaube ich. Das Spiel ist so cool! Ja. Das gibt's auf Steam, ne? Wenn ihr wollt, gibt's das auf Steam. Emily, dankeschön. Vielen Dank, dankeschön. Warte mal, da oben den Hügel hoch wohnt er nicht, ne? Okay, triff Matteo. Warte mal, war das nicht über eine Brücke? So, warte. Okay, einmal absteigen. Reite doch dem Pfeil nach, das wäre eine gute Idee. War der Pfeil hier? Aber ich will die Brücke reparieren. Ich will nur kurz gucken, was da drüben liegt. Wie kann ich denn... Da. So, vielleicht haben wir nicht mehr genug Holz für die andere Brücke, aber so. Dann gucken wir mal ganz kurz da drüben. Was ist denn das für eine... Sind das Ressourcen, die ich nutzen kann? Um zu bauen... Hier kommt man doch bestimmt irgendwie durch, oder? So. Ah, gut, okay. Das war gar nichts. Okay, alles klar. Warte, ich gehe nochmal ganz kurz eben, ich gehe nochmal ganz kurz eben, hier einmal ganz kurz aufsteigen. So. Okay. Also, Ziel des Spiels, ne, für Leute, die neu hier sind, es geht darum, dass wir uns eine Armee aufstellen. Und natürlich auch eine berittene Armee, auf jeden Fall sogar. Weil wir halt Krieg führen gegen andere Länder. Es geht dann so ein bisschen über, so ein bisschen Zweite Weltkrieg mäßig geht es dann so ein bisschen über. Ne? Tanks kommen noch dazu und so. Wir müssen jetzt erstmal einen Militärstützpunkt ausbauen, um eben auch über alles zu befehligen hier. Das ist so der Geist des Spiels, im Grunde genommen. Eddie Apple, dankeschön. Vielen Dank, dankeschön, dankeschön. Entschuldigung, ist mir gefallen. Ach, warte mal, ich wollte dem Pfeil folgen. Aber ist auch richtig. Okay. Oh, warte. Suche das Telefon. Das eine Telefon von der Insel, das es gibt. So. Wirst du auch gegen Sauron kämpfen? Weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir so weit spielen. Sauron ist ja schon ziemlich Endgame. Warte. Bobby Bobmann, dankeschön. Vielen Dank noch. Nie hatte ich vor einem Horrorspiel solche Angst. Es ist schon kritisch ein bisschen. Es tut mir auch leid, dass ich euch das zumute. Sogar noch vor 23 Uhr. So, warte.
in der Ecke steht, ruft deine Tante an, natürlich Militärstützpunkt aufbauen. Ja, na klar, wir müssen die Tante ja anrufen und sagen, dass wir in den Krieg ziehen. Du musst dich ja verabschieden von deinen Familienmitgliedern und so. Du weißt ja nicht, was kommt. So. Hat eine ziemlich tragische Singleplayer-Kampagne, ein bisschen wie Call of Duty.